Stalingrad. Die Stadt, die den Ostmarsch der Nazis stoppte. Wäre die Stadt gefallen, wäre Russland zerbröckelt. Die Deutschen unterschätzten Russlands Überlebenswillen. Sie unterschätzten die Stadt und ihre Verteidiger. Die Bevölkerung sah in Polina ein Symbol der Hoffnung. Doch sie wollte keine Heldin sein. Sie wollte nur Rache. Die Arroganz des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen, was der große Napoleon nicht konnte. Wenn sie es nicht mit jemand so unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten. Da. Wir haben gehört, Steiner soll im Handelsbezirk rumlungern. Macht Sinn. Er ist nie weit vom Gemetzel. Svulac. Los jetzt. Warte. Wir sehen nach, wer es ist. Dann können wir es der Familie sagen. Das war ein Scharfschütze. Präzise. Glaubst du, er ist noch... sein. Gut. Da drüben ist mehr Deckung. Komm schon. So, dann folgen wir ihm mal. Finde einen Weg zu Steiner. Also, wie willst du Steiner töten, Lady Nachtigall? Du sollst mich doch nicht so nennen. Der Name gibt den Überlebenden Hoffnung, Polina. Hoffnung gewinnt keine Kriege. Bursche Moll. Schweine. An die Anhänger von Lady Nachtigall. Jeder, der dieser Verbrecherin Unterschlupf gewährt, muss mit seinem Leben zahlen. Suki. Gehen wir da lang. Kennst du der Scharfschütze ist einer von Steiners Todesjägern? Wir sollten vorsichtiger sein. Polina, hörst du das? Sieh durch. Da, rechte Seite. Steiner. Wo fährt er hin? Er fährt in Richtung Handelsbezirk. Du könntest wegen der Todesjäger recht haben, Mischa. Gehen wir, bevor wir ihn verlieren. Mischa, pass auf! Da folgen wir ihm natürlich jetzt. Was sollen wir tun? Aha, das sind auf jeden Fall Scharfschütze. Nehmen wir erstmal den rechten. Zack, den habe ich schon mal geschafft. Jetzt ist hier nochmal irgendwo einer. Da oben. Bereit zum Schießen! Ah, ich glaube links ist nämlich auch nochmal einer. Zack. Ich glaube, der ist jetzt auch tot. Jetzt da ist nochmal ein weißer Punkt, hat man gerade gesehen. Ah, das war klar. Ja, das war nicht getroffen. Bereit! Ich geh dir Deckung! So, der hat jetzt geschossen, das heißt, jetzt können wir. Zack. Den haben wir auch getroffen. So, hier sind jetzt noch mehr. Oh, der hat mich jetzt aber gut getroffen. Das heißt, der hat mich voll im Visier gehabt. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt, Mischa! Bewegung dabei! Jetzt probieren wir. Zack. Den hat's getroffen. So, jetzt gehen wir mal weiter vor. Unterhalte. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie weit ich vor kann. Aber ich gehe mal jetzt hierher. Kommt der jetzt mit oder kommt der nicht mit? Das ist hier die Frage. So, jetzt stehen wir mal hier. Aha, da ist nochmal ein Scharfschütze. Okay, den nehme ich jetzt auch gleich. Oh, da ist auch noch mal einer. Nehme ich jetzt erstmal dich. Zack. Du bist weg. Du machst keine Probleme mehr. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo der andere war. Aha, der war da. Schau, wegen. Das war schon da, wo ich angepeilt hatte. Nur ein bisschen weiter oben. So.
Der ist... Hier müsste der irgendwo sein. Ah nee, der ist da oben. Jetzt, okay. Jetzt! Dabei! Der ist da. War daneben. Zack, doch, jetzt habe ich ihn. Ausgeschaltet. So. Jetzt gucke ich mal. Kommt hier jetzt noch. Kommt bestimmt noch mal. Ah, jetzt kommt ein Hund. Wie wir hören. Den muss ich jetzt gleich treffen. Zack, weg. Aber bei Hunden ist immer so das Problem, wenn die dich einmal nehmen, hast du wahrscheinlich meistens keine Chance mehr. Zack. Da jetzt noch, zack. Oh, okay. Dahinter kommt jetzt nochmal Verstärkung. Aber da werfe ich jetzt mal so eine Granate hin. Okay, ich habe gedacht, das Auto geht in die Luft. Aber doch nicht. Jetzt gehen wir in Deckung. Oh, du kannst gleich weggehen. Ich glaube, ich habe alle. Ah, ne, doch noch nicht. Bloß jetzt muss ich Scharfschützengewehr nehmen, weil meine Munition leer ist. Aber das geht ganz gut, zack. Wo ist der jetzt noch? Da. Und da ist nämlich auch noch mal einer. Zack, schön Kopfschuss. So, jetzt nehme ich da auf jeden Fall gleich die Munition mit, dass ich nämlich noch mal Munition habe. Gehen wir jetzt mal hier vor. Da nehme ich die Munition wieder mit. Da ist nochmal ein Scharfschütze. Den würde ich jetzt am liebsten als erstes ausschalten. Boah, der hat mich aber gut getroffen. Na, jetzt muss ich kurz warten, durchatmen, kann ich dann nicht mehr richtig treffen, oder nicht mehr richtig ziele. Hab ihn aber jetzt. Zack, du auch weg. So, jetzt kommst du noch. Schön in den Kopf rein. Du, ach, daneben. Zack, du bist auch weg. Dann nehme ich hier nochmal Munition mit. Munition ist immer Mangelware bei mir. Zack. Ah, schon kacke jetzt. Jawohl. Jetzt müssten das aber alle gewesen sein. So. Aha, jetzt ist da Rauch. Jetzt kommt da, glaube ich, so ein dickerer bestimmt, oder? Heilige Scheiße, du bist ab Todesjäger! Ja, das ist, glaube ich, der Dicke da. Was heißt dicker? Also, ich sag halt zu dem Dicke. Weil der ist halt stärker, der geht jetzt nicht nach ein paar Kugeln kaputt, sondern der braucht eine Weile. Jetzt muss ich aber gerade aufpassen, jetzt mache ich auch mal Rauchgranaten. Ah, es geht noch von meinem Leben, ich habe gedacht, wenn er jetzt nochmal schießt, haben wir ihn jetzt, haben wir ihn. Endlich tot? Ich denke schon, sehr als ich dachte. Du musstest ja nicht gegen ihn kämpfen. Ich hab geholfen. So, du noch weg. Und dann ist da drüber nämlich noch mal einer. Du hast ihn! Jetzt runter von diesem Feld! Ah, der ist, glaub, tot, oder? Ah ja, das ist ja Mischa. Okay. Dann nehme ich gleich noch mal die Munition mit. Einfach sehr, sehr wichtig. Sowieso, wenn man so spielt wie ich. Wo man einfach drauf zuballert. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Okay. Wir sollten erstmal sicher sein. Zwei Todesjäger. Er muss Angst vor dir haben. Das heißt, wir sind nah dran. Bleiben wir in Bewegung. Da, Steiners Fahrzeug. Ich kann ihn da drin nicht erschießen. Gehen wir näher ran.
kann es kaum erwarten, Steiner eine Kugel zu verpassen. Warte, es ist nicht gut, Paulina. Wir können von hier nichts tun. Das sind zu viele, sie selbst. Scheiße. Steiner. Auf der rechten Seite. Bastard. Vielleicht Steiners Vorgesetzter. Scharfschütze, runter! Alles okay? Micha! Es ist nicht so schlimm. Halt still, lass mich das ansehen. Das ist nicht gut. Nicht wirklich. Wir haben dir keine Zeit, Sestrinka. Hörst du? Ich bring dich in Sicherheit, um dich zu versorgen. Du wirst hier nicht sterben. Hoch mit dir! Komm! Ich bringe dich ins Postamt. Dort sind wir sicher. Okay, bringe Micha in Sicherheit. Versuch, um zu atmen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Zack. Oh, die gehen jetzt aber auch schon leicht kaputt. Okay. Bis jetzt ist schon alles easy. Du weg. Also brauchst gar nicht hier rumstürmen. Stütze dich auf mich. Ich hab dich. Du musst weiter auf die Wunde drücken. Ey, 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 ey. Weg da, jawohl. Zack, du bist auch weg. Zack. Alles, jetzt läuft echt gut. Granate! Halt dich an oh, mir Granate. Die, jawohl. Du auch weg. Jetzt habe ich gerade die Granate wieder zurückgeworfen. Das hat echt gut funktioniert. Ich habe gedacht, das wäre der Tod, weil ich das gar nicht kann. Aber das ging relativ gut. Geh weg hier. Oh je. Du weg. Oh, jetzt kommen da aber viele. Ey. Zack, du weg, du weg. Was ist jetzt hier los? Micha! Paulina, Paulina! Lass mich. Rette lieber. Schnell. Dieses Messer bringt uns auch nicht hier raus. Zu, wir müssen... Bitte, gib uns alle. Nein, du stehst unter Schock. Komm jetzt, wir müssen weiter... Paulina, geh! Nein, du deckst den Eingang. Ich gehe raus und flankiere sie. Keine Zeit. Geh. Ich halte sie auf. Radischka. Sie ist drin. So gut. Geh. Ich weiß, dass du hier bist. Dieses Mal entkommst du mir nicht, kleiner Vogel. Das
So, verfolge Steiner. Okay. Der war da, ja. Oh je, kommen wir jetzt da unentdeckt rum. Weil das sind sonst ein paar, wo du... Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es fast nicht. Da müssen wir halt doch... Ja gut. Und wenn ich den jetzt mit dem Messer... Zack. Na, ah, jetzt wollte ich den auch, aber der hat jetzt schon geschrien. So, dann auf geht's. Jetzt halt wieder eine Schießerei. Zack, zack. Was man aber sagen muss, es liegen jetzt schon echt viele. Zack. Und ich gucke dann jetzt halt schon mal nach dem Weg. Aber ich muss, glaube ich, da rüber. Komm her, zack. Jetzt nehme ich mal die Waffe, gerade wegen Munition. Nehme ich gerade die Munition noch mit. Aha, hier geht es dann weiter. Da gehen wir dann hier hoch. Oh, lass mich doch in Ruhe. Komm. Lass mich einfach in Ruhe. Dann geht's hier. Ne, hier geht's nicht. Okay, hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts. Ah, ich muss mich hier durchquetschen. Okay. Oh, da sind schon mal Füße. Das ist schon mal ganz gut. Zack. Tschüss. Aber der hat mich jetzt auch schon entdeckt. Ist ja klar. Oh, ne, noch nicht. Aber jetzt, wenn ich jetzt gleich schieße, dann... Zack. Wenn ich dich auch kleiner. Wenn ich total treffe. Oder so. Ich finde halt einfach so, mit viel Munition... Die Waffe finde ich einfach viel besser. Dann nehme ich nämlich gleich die Munition mit. Dann habe ich das nämlich auch nochmal wegen Reserve. Da kann ich auch nochmal Munition, wunderbar. Und dann geht's da hoch. Da geht's jetzt aber nicht weiter. Aha. Jetzt pass auf. Da muss ich dann hier rüber. Ah, doch, ich kann hier gleich hoch, okay. Zack. Ui, da kommt Verstärkung. Okay. Ja, dann kommt doch. Ihr seid die nächsten Opfer. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Wir müssen ja jetzt noch irgendwo... Aha, geht zu Steiner. Ah, da ist er nämlich. Wollte ich nämlich gerade sagen, irgendwo müssen wir dann mal zum Chef kommen. Aber in dem Fall sind wir schon auf der Spur. Die verteilen sich da unten. Solange sie mir nichts machen. Ist das... Oh. Boah. Jetzt bin ich gerade so erschrocken hier. Ja, natürlich. Jetzt bin ich bestimmt unter bei den anderen. Ja, genau, da ist wieder der nächste Scharfschütze. Ich muss jetzt die ganzen Soldaten wieder ausschalten. Und gerade der Rauch kommt von dem, wo uns da jetzt gerade, wie soll ich sagen, überfallen hat. Das sind nämlich die Dicken, wo ich vorher am Anfang meinte, die wo ein paar mehr Schüsse brauchen. Und die sieht man dann immer bei dem Rauch. Jetzt sehe ich den jetzt aber gerade nicht. Jetzt ist die Frage, wie ich jetzt weitermache. Ob ich jetzt hier bleibe oder ob ich wegen weiter zur Seite gehe.
Aber ich gehe jetzt mal hier zur Seite. Aha. Der ist hier irgendwo. Muss ich aber aufpassen. Die anderen Gegner sind jetzt auch noch da. Du lässt mich auch in Ruhe. Der Scharfschütze. Och, nö, du. Na, jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen, glaube ich. Munition wird auch knapp. Kritische Phase. Aber selbst die überstehen wir. Selbst die überstehen wir. Ich muss jetzt bloß gucken, was jetzt Sinn macht. Da, die herrscht mal weg. Zack. Aha, dann du weg. So, dann schießt sie schon wieder auf mich. Ich habe jetzt erstmal die in meinem... Zack. Erstmal in meinem Umfeld kaputt gemacht. Dass ich mich jetzt auf die anderen konzentrieren kann. Zack, du bist jetzt nicht weg. Anstatt der mit dem Rauch, also der Fette, sage ich jetzt mal, der Stärkere, mal zu mir kommt, dass ich ihn erledigen kann. Nee, der muss immer da drüber sein. Deswegen ist jetzt die Frage. Der schießt auch wieder irgendwo. Deswegen ist die Frage, ob ich jetzt auch mal auf die andere Seite muss, dass der überhaupt zu mir kommt dann. Zack. Da ist nochmal ein Scharfschütze. Beziehungsweise da kommt jetzt der Rauch. Das sollte ein leichtes für euch sein. Ah, ich kann es sein, dass der jetzt zu mir kommt. Ich glaube nämlich, weil der Rauch geht jetzt nämlich auch weiter, immer weiter hier nach rechts. Zack. Das war ein schöner Kopfschuss. Du bist allein, alter Mann. Deine schicken Soldaten, alle tot. Du bist der Nächste. Ah, das habe ich sogar geschafft. Okay, auch nicht schlecht. Dann war das der sogar, glaube ich. Gute Frage. Ja, das war ja klar. Da gehen wir rein. Jetzt habe ich halt bloß noch ein Messer. Dann habe ich zurück, dass ich hier irgendwo durchkomme. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Du entkommst nicht. Da hoch. Zack, zack, zack. Da gehen wir wieder hier durch. Aha, jetzt sind wir bei dem Chef. Okay. Jetzt muss ich den hier irgendwo finden, kann das sein, oder? In dem Fall muss ich den hier abstechen. In dem Fall. Bloß die Frage ist, läuft der rum oder ist der irgendwo versteckt, oder? Ah, ich muss mich die ganze Zeit verstecken, glaube ich, oder? Der muss doch irgendwo hier sein. Hallo, komm doch raus. Wenn du Mann... Aha, da drüber läuft was, oder? Weiß es nicht ganz sicher. Aber zeig dich doch. Aha, da kommt. Aha, da unter. Da ich unter, weiß da unter. Alles über dich, Polina. Ah! Zack, Junge. Russische Schlampe. Ah, Mann. Okay, einmal habe ich ihn schon mal getroffen. Jetzt ist er wieder weg, natürlich, klar. Aber ich kann mich hier unter den Möbel auch hin und wieder verstecken. Das ist gar nicht so schlecht. Kommt nur darauf an, wie oft ich den treffen muss. Einmal habe ich ihn jetzt schon mal. Kommt jetzt nur drauf an, wie viel er einstecken kann.
Und das Problem ist, ich glaube, dass er mich auch nicht sehen darf. Weil er hat nämlich eine Waffe, weil sonst könnte er mich erschießen. Mach mal die Musik aus. Bringt aber auch nicht viel. Jetzt komm, zeig dich doch mal. Stell dich 1 gegen 1. Irgendwo musst du doch sein. Irgendwo. Jetzt komm, zeig dich doch. Du denkst ja, du bist so sicher. Also, dann zeig dich einfach. Aha, da. Mist! Zack! Scheiße! Okay, der zweite Stich. Das heißt, er braucht nochmal einen dritten. Och nö. Aber das schaffen wir jetzt auch noch. Zweimal habe ich ihn jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, dass es jetzt dann beim dritten Mal das letzte Mal ist. Jetzt gehen wir mal hier runter. Aha, jetzt schießt er schon, okay. Boah. Jetzt wird er, glaube ich, schon aggressiver. Zack. Verdammte Schlampe! Okay. Ziel erfüllt. Laufen rettet dich nicht. Du hast schon verloren. Töte Steiner, okay. Ich glaube, der nehme ich jetzt raus. Ah, das heißt, er braucht auf jeden Fall 3 Stiche. Das ist Fakt. Nazis. Werdet alle in Stalingrad sterben. Du hast mir alles genommen. Jetzt bin ich dran. Das bringt dir keine Genugtuung. Es ändert nichts. Wir vernichten euch alle. Du wirst gar nichts mehr tun. Nicht ich, Herr. Schiuto! Faschistler! Svinja! Dank dir bleibt mir nur dieses Messer. Ich kann dir helfen. Unglaublich. Ihr seid alle gleich. Ich habe mehr von euch getötet, als ich zählen kann. Und alle geben die gleiche armselige Rede von sich. Friesinger. Mir vielleicht Angst machen? Noch ein Stück Faschistendreck. Keine Sorge. Ihn bringe ich als nächstes zur Strecke. Du dachtest, du kannst meine Stadt erobern und mein Volk niederschlagen. Du wolltest mich brechen, aber du hast versagt. Du hast Lady Nachtigall erschaffen. Und jetzt hat sie dich vernichtet. Sie haben uns gleich!
Die berüchtigte Lady Nachtigall bewahrte Stalingrad vorm Abgrund. Ihre Taten inspirierten die Russen, ihre Stadt zurückzuerobern und in die Offensive zu gehen. Mit Willenskraft und der Präzision eines Scharfschützen änderte Polina den Kriegsverlauf für die Alliierten und ihr Volk. Mit diesem Ruf war es nur eine Frage der Zeit, bis wir sie entdecken würden. Was wollte Friesinger mit einem einfachen Offizier an der Ostfront? Welche Rolle spielt das? Es spielt eine große Rolle für mich, Fräulein. Netter Anzünder. So wie ich es verstehe, hat Friesinger Steiner rekrutiert für ein Spezialprojekt. Projekt Phoenix? Kann sein. Ich weiß nur eins. Mein Ziel war Friesinger. Es muss einen besseren Weg herausgeben. Es gibt keinen Weg hier raus. Außer natürlich... Ihr habt euch entschieden, das Schlaue zu tun. Öffne die Tür nochmal. Ich zeig dir, was das Schlaue ist. Lässt du mich lebend raus? Was? Sicher. Du Scheißverräter. Okay. Ich sag dir, was du wissen willst. Typisch Australier. Keine Ehre, keine Loyalität. Etwas unterhalten! Beende das. Ich werde nicht das nächste Opfer deines Kreuzzugs sein, Tommy! Hoffentlich war dein Plan das wert. Los, beweg dich! Viel Glück, Lukas. Ich wusste, du würdest diesen idiotischen Plänen deines Teams ein Ende Ihr tötet euch jetzt gegenseitig, was? Geh weg. Zurück! Zurück. Ich weiß, warum du kooperierst. Ich würde auch keinem Neger gehorchen. Das verstehst du falsch, Kumpel. Was heißt das? Ich schere mich nicht um seine Hautfarbe. Weißt du nichts über Australier und Briten? Wir wurden weggespült wie Stücke Scheiße im Klo der Krone. Ja, ja, verstehe, aber eure Nationen sind Alliierte. Ja, es war mehr wie Meister und Diener. Ich tat, was ich tat, weil für die Briten Leute wie ich leider nun mal entbehrlich sind.